Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian. Ich mache Tutorials über Spieleentwicklung. Diesmal ist wieder Unity dran. Ich möchte mit dir eine ganz neue Reihe starten. Wir machen zusammen einen 3D-Pinball. Alle Materialien sind kostenlos. Ein Teil kannst du kostenlos also auf meiner Patreon-Seite runterladen. Einiges nehmen wir dann später aus dem Asset Store. Wir starten also mit einem leeren 3D-UAP-Projekt. Also, wir nutzen die Universal Render Pipeline. Das hier ist ein Anfänger-Tutorial. Ich erkläre also recht viel, aber es kann nicht schaden, wenn du schon mal ein bisschen dich mit Unity auskennst. Zuerst machen wir uns mal ein bisschen Ordnung. Die Szene nenne ich um in Game Scene. Also einfach den Namen der Szene einmal anklicken, umbenennen und füge einige Ordner hinzu. Also Rechtsklick, Create Folder. Und die Folder benennen. Es gibt also folgende Ordner: Scripts, Materials, Models, Prefabs, Animations und Physics Materials. Als nächstes holen wir uns den Pinball-Tisch. Den kriegst du kostenlos auf meiner Patreon-Seite. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht sehr gut im Modellieren. Programmieren ist mehr mein Ding, aber für den Anfang sollte das so reichen, um erstmal hier bisschen zu arbeiten. Du ziehst das heruntergeladene Unity Package also einfach direkt hier in Assets. Dann hast du hier in diesem Resources Ordner, Resources Patreon nennt er sich, die Materialien, die wir jetzt am Anfang zum Starten brauchen. Wir benötigen auch noch ein paar Texturen. Da kannst du dir einfach welche aus dem Asset Store suchen und importieren. Ich habe hier zum Beispiel diese genommen. Nach dem Importieren kann es sein, so wie hier, dass die Materialien alle pink sind. Dann kannst du hier per Typ alle Materialien suchen, alles markieren, dann hier konvertieren. Dann ziehst du unseren Pinball-Table einfach mal in die Szene. Wir brauchen jetzt noch eine Wand und Decke. Zuerst eine Plane, Game Object, 3D Object, Plane und dann ein Quad. Beiden Objekte musst du dir noch etwas größer skalieren und drehen, positionieren. Anschließend kannst du dir nach Wunsch halt ein Material draufziehen. Die Fläche hier auswählst, kannst du hier im Material bei Tiling auch noch die Wiederholung einstellen. Anschließend drehst und positionierst du die Main-Kamera so, dass sie auf den Tisch schaut. Eventuell musst du dann noch die Flächen ein bisschen größer ziehen. Kannst das Spiel auch mal starten, um zu schauen, wie es aussieht. Also für mich passt es jetzt erstmal so, ich lasse es jetzt erstmal so. Gleich hier noch ein bisschen höher. Im Tisch gebe ich jetzt erstmal nur ein braunes Material. Ich bin ja also im Materials Ordner. Stellen Material. Was Render Pipeline natürlich. Dann habe ich mir im Asset Store noch kostenloses, basice Hintergrundbild sucht und die bekommt jetzt das Bild über dem Automaten. Das sieht doch erstmal schon ganz gut aus. Bisschen Licht braucht es noch. Ich mache mir einen Spot, positioniere das. Also hier Object, Light, Light und das Directional Light ein bisschen runternehmen, ein bisschen dunkler machen. So lasse ich das jetzt erstmal. Dann können wir uns mal an die Schläger machen. Ich gehe in dem Resources Patreon und ziehe mir die drei Prefabs, die hier schon sind, in den Prefabs-Ordner. Das Paddle ziehe ich dann auf den Automaten und positioniere es. Anschließend bekommt es ein Skript, das heißt auch Paddle, also in den Skript-Ordner. Dann Rechtsklick, Create SharpScript. Dann kriegt das Paddle noch ein Configurable Joint und dann das Paddle duplizieren, Paddle Right nennen
anschließend zweimal die Ecke rein. Bei mir ist im Corner Prefab die Position falsch. Also ins Prefab rein, Corner und das Modell auf setzen, wieder zurück. Und jetzt das Ganze halt positionieren, so wie es richtig sein soll. Du kannst auch, um zu drehen, hier einfach das Z auf minus 1 setzen, also das zu flippen. Also so passt es erstmal für mich, fürs Erste. Das Paddle braucht noch sein Skript, also ich bin in den Prefab gegangen, mit Doppelklick auf Paddle und habe hier mit Add Component das Paddle-Skript hinzugefügt. Dann musst du im Configurable Joint die Bewegungen sperren, bis auf die Angular Y Motion. Die kommt auf Limited. Die Betierung kannst du dann hier einstellen. Anschließend brauchen wir ein Skript Pinball Controller. Und das kommt auf Pinball Table. Dann brauchen wir natürlich Inputs, aber wir nehmen am besten das neue Input-System. Das musst du über den Packet Manager installieren. Die Registry. Dann Input. Eventuell musst du jetzt hier neu starten. Jetzt können wir hier im Pinball Table Game Objekt die Player Input Component hinzufügen. Und wir können auch hier gleich ein Action kreieren. Actions. Natürlich sagen, wohin das soll. Dann fügst du mit dem Plus zwei Actions hinzu. Paddle Left, Paddle Right. Dann können wir jeweils zwei Tasten zuweisen. Ich nehme erstmal hier A und D der Tastatur. Im Player Input bei Behavior, da stelle ich Invoke Unity Events ein. Und dann können wir bei Events dann unsere Methoden aufrufen später, die Paddle-Bewegung. Dann gehe ich in das Paddle-Skript, das wir schon angelegt haben. Wir benötigen das Unity-Input-System. Dann müssen wir mit dem Configurable Joint arbeiten. Dazu ein Feld an von diesem Typ. Und einen Joint Drive brauchen wir noch, denn wir wollen den Schläger bewegen. Diese drei Werte können wir dann in der Komponente einstellen, so das Verhalten des Schlägers bestimmen. Wir erzeugen ein Objekt der Klasse JointDrive und setzen die Werte Maximum Force und Position Damper. Und in der Methode React nehmen wir den Kontext von der Player Input Komponente an. Beim Start setzen wir Position Spring unserer Variable Spring Force und beim Loslassen bei Cancelled Position Spring auf 0. Anschließend übergeben wir das Objekt Drive an Angular YZ Drive von unserem Configurable Joint. Dann rufen wir mit den Unity Events des Player Inputs jeweils die Methode React des rechten oder linken Paddles auf. Also das heißt, das Paddle hier draufziehen, dann die Methode suchen. Ich gehe dann in unseren Prefab-Ordner. Stelle unser Configurable Joint ein. Zuvor braucht das Model, also das Mesh selbst, noch Mesh Collider, denn unsere Kugel soll ja abprallen. Das Einstellen des Paddles, da musst du einfach mal ein bisschen rumtesten und dich dabei an meinen Werten orientieren. Wichtig ist die Target Rotation, die Spring Einstellung, und das Angular Y Limit, das ist der Bereich, wo sich das bewegen kann. Die Masse des Rigid Bodies habe ich auf 15. Und natürlich muss auch unser Paddle Script seine Werte haben. Dann gehe ich zurück in die Szene. Ich stelle mal das linke und das rechte Paddle direkt gegenüber, damit man die Unterschiede sieht. Der Unterschied sind natürlich die unterschiedliche Rotation.
und die Target-Rotation des Joints. Wenn du das Spiel jetzt startest, dann sollten sich die Paddle recht natürlich verhalten. Das sieht eigentlich hier schon ganz gut aus. Aber ich sag gleich dazu, es ist nicht ganz einfach, das so richtig zu stellen. Als Boden für den Automaten habe ich mir jetzt wieder eine Plane erstellt, die leicht schräg nach vorne gestellt ist. Anschließend werde ich jetzt die Objekte einfärben, also Materialien machen. Für den Boden habe ich eines der heruntergeladenen Materialien genutzt. Für den Boden nehmen wir jetzt einfach ein Unity-Terrain, das du bestimmt schon kennst. So können wir einfach in unserem Automaten eine kleine Landschaft gestalten. Du kannst die Größe hier einfach bei den Settings einstellen. Dann versenkst du das Ganze einfach. Du kannst dann das Terrain, also die Höhe, einfach zeichnen. Du musst jetzt natürlich nur eine kleine Pinselgröße nehmen. Und natürlich kannst du das Terrain auch anmalen, also texturieren. Zwar musst du dazu einen neuen Layer erzeugen. Layer. Mach mir einfach mal kurz eine Kugel. 3D-Objekt. Sphere. Nenn ich Ball. Ist jetzt natürlich ein bisschen groß für unseren Automaten. Ein bisschen kleiner kann sie noch sein. Da gebe ich gleich wieder ein anderes Material, vielleicht ein blaues. Der Ball braucht auf jeden Fall einen Rigid Body. Und ich würde auch gleich ein Prefab daraus machen. Das heißt also den Ball Prefab-Ordner ziehen. Das geht noch nicht. Hier fehlt noch der Collider. Also gehe ich in das Prefab von Corner, gebe dem Model Mesh Collider. Jetzt haben wir das Problem, dass das Paddle und der Mesh Collider hier von dem Corner, dass die sich jetzt gegenseitig stören. Das müssen wir noch machen. Dazu können wir einfach Layer vergeben, dass die nicht miteinander kollidieren können. Ich mache hier Add Layer, vergebe ein Paddle Layer. Gehe ich auf das Paddle Prefab am besten gleich, gebe das Paddle Layer, sag auch ja, bei Corner genauso, da eben dann Corner Layer. Jetzt gehen wir der Edit, Project Settings, bei Physics. Hier unten kann man Dinge ausschließen, also Objekte ausschließen, die nicht kollidieren sollen, über diese Layer, die wir gerade gesetzt haben. Also, Paddle und Corner sollen nicht kollidieren. Das wäre dann so. Aber das Terrain, da kollidiert das Paddle auch noch scheinbar. Ja, also hier unten ist ja gar kein Terrain, da ist ja die Plane, da müssen wir das mit der Plane auch noch machen. Da können wir aber jetzt der Plane einfach das Terrain geben. Ich nenne die Plane mal um. Ground kriegt jetzt auch. Und jetzt sieht's gut aus. Ich habe mir jetzt aus dem Asset Store noch ein paar Assets geholt, ein paar Raumschiffe zu meinem Thema. Du kannst ja auch ein ganz anderes Thema machen, musst ja nicht unbedingt das gleiche machen. Ich möchte noch ein Paddle hier hin haben. Ein rechtes Paddle. Also hier unter das eine Raumschiff. Und dazu habe ich mir hier schon mit dem Terrain-Stempel so eine kleine Erhöhung gestempelt. Also hier mit diesem. Und da möchte ich jetzt so eine kleine Ecke, so eine Rundung haben, wo dann das Paddle reinkommt. Ich gehe auf Set Height, setze es runter. Auf minus 2 ist egal, Hauptsache tiefer als der als jetzt. Das hier. Das kopiere ich einfach, also das dupliziere ich. Das Paddle White ist das. Steuerung D. Ziehe ich mir das dahin. Kann natürlich jetzt auch noch steuern können.
Also, wir gehen in Pinball Table, da ist unser Player Input und weisen noch einen neuen Event zu. Player, dann einfach bei dem rechten ein Plus und da kommt jetzt das neue Paddle drauf. Da wählen wir die Methode React. Dann sollte das eigentlich funktionieren. Jetzt mal an. Doch gut aus. Du siehst schon, du kannst jetzt hier also weiter gestalten, wie normalerweise auch du eine Landschaft gestalten würdest in Unity, war halt jetzt in dem Automaten drin. Okay, wir müssen noch einiges machen. Wir müssen die Kugel noch spawnen, schießen, dann müssen wir die Punkte anzeigen, dann brauchen wir noch Bumper für Punkte, abprallen und so weiter. Da muss noch einiges gemacht werden. Also, bis zum nächsten Mal. Lass mir ein Abo da, wenn du magst. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Ciao!